und das interessiert mich nicht. Aha, wir haben URL-Rennen. Aha. Aha, da. Aha, aber hier sind noch zwei Rennen. Aha, da fahre ich sie gar nicht da runter. Da fahre ich jetzt erstmal die Rennen hier fertig. Also, ne? So weit kommt sie noch, dass ich jetzt erstmal hier, ne? Man versteht sich, ne? Und ich habe immer noch vergessen, naja, das verstecktes Rennen ist mir jetzt egal. Ja, deswegen wegen 100%, da muss ich die ganzen versteckten Rennen auch finden, ne? Das wird noch lustig. Wenn ich das hinkriegen will, mal gucken. Auf jeden Fall ist noch in der einen Stadt da unten im Tuning Shop. Habe ich den aber schon aufgelegt? Ich glaube immer noch nicht, ne? Oh, ich bin doch echt so eine verpeilte Type. Wenn ich da unten bin, fahre ich jetzt erstmal gleich kurz an dem Tuning Shop da vorbei. Muss nur orten, wo der ist, wenn ich da runterfahre. Weil den muss ich jetzt irgendwann auch mal wegkriegen, weil, ne? Die Teile, die ist ja. Ist auch noch ein Verstecker. Wie viele Rennen gibt's denn hier? Da, die fahre ich aber später alle. Die will ich jetzt nicht fahren. So, ein Sprintrennen machen wir. Oh, nach dem. Yo, 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 ich bin in der Hood, ihr Homies. Ja, wir werden gleich auch nach dem UL-Rennen noch ein paar Autobahnrennen fahren. Allein wegen den Teilen, die wir dafür kriegen wieder. Und ja, ne, das machen wir gleich. Ja, May. Gehört hier wieder dahin. Ein bisschen Autobahnrennen gleich mal fahren. Ein bisschen noch über andere Gegner aufregen, die eine KI wie eine Kartoffel haben. Selber daraus dann schließen kann, man ist selber total beschissen gefahren. Und danke an den Metroid Gamer, ich hoffe mal, der Tipp bringt gleich was, ich danke ich besser noch nicht, der hat mir so einen Tipp gegeben, ich soll meine möglichen Opfern hinten drauf fahren, also meinen Gegnern Opfern, hinten drauf fahren, damit die kurz vorm Überschlag der Mann die ihre meisten Lampen haben und dann schnell drücken und dann direkt wegrasen. Ja, dann überschlagen die sich oder ähnliches und ich bin der glückliche Cheater, der gewonnen hat. Ja, genau. Ich werde das mal gleich ausprobieren, mal im ersten Auto und Gegner mal so. Volles Karo hinten drauf brettern. So dass er mit dem Kopf durch die Scheibe fliegt. Nur der Kopf, mehr nicht. Alles andere bleibt sitzen. So heftig kriegt er einen ab, dass er im Sitz reingepresst wird und dabei sogar der Kopf abfliegt. Man möchte kaum glauben, wie das aussieht und das sieht ziemlich beschissen aus. Und alle werden lachen. Ja, weil fliegende Köpfe sind lustig. Also in den größten Teil der Fälle sind fliegende Köpfe. Shit. Hallo Wand. Ja, hab ich auch. Sind lustig, ja. Und wer jetzt denkt, ich bin totaler Horrorfilm-Fanatiker, nein, ich hasse Horrorfilme über alles. Das ist das schlimmste Genre, was es gibt. Und wer jetzt denkt, ich habe Angst vor solchen Filmen. A little bit, ja. Kann sein, ja. Und deswegen will ich Dead Space 1, Let's Play und Metro 2033. Genau. Mhm. Ist klar. Passt schon. Nee, auf jeden Fall, nee, ich bin nicht so der Horrorfilm-Fan. Ich mag diese ganzen Sachen nicht. Ich bin nicht so viel Genre geboren. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Da hätte ich natürlich mal langfahren. Ja, man muss ja nicht jedes Filmgenre mögen, finde ich. Ich bin halt nicht so der Fan davon. Und wenn das jetzt lustig findet, ja, herzlichen Glückwunsch. Schlag den Rast ab. So, haben wir auch gewonnen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, im Hintergrund noch ein Video hochzuladen, was ich eigentlich machen wollte. Tja, shit happens. Mach ich später. Ja, ich wollte es im Hintergrund nochmal, aber ich glaube, ich lasse es besser, weil, ich glaube, Underground 2 ist gerade eh nicht so gut gelaunt. Ja, wo kommt das Rennen plötzlich her? Ich hab nur das, wer versteckt ist. What the fuck? Wo kommst du her? Geh weg. Gut, da fahre ich dich halt auch noch. Oh. Dampfer mal zu. Hallo. Ja. Danke. Dann fahren wir halt danach zu URL. Ist auch okay. Die URL-Leute warten gerne auf uns. Auch so große Leute wie mich. Der hat einen Super Auto, der hat einen Super Auto. Dreser! Entschuldigung, finde ich aber geil. Wenn der Kollege hier nicht umdrehen würde, wäre der aber geil. Hör auf damit. Mann, das macht man nicht. Lalala, hallo. Schön mit deinem Mitsubishi 3000 GT. Der interessiert mich nur nicht. Ich finde die Karte grundsätzlich eh hässlich. Den werde ich mir nie im Spiel holen. Den haben wir eh noch nicht frei. Aber ja, den hole ich mir nicht. Weil, ja, der ist zwar vom Tempo und so, ja, in Ordnung, aber optisch echt, ich fahre die falsche Route. Das hat nichts mit dem Auto zu tun, dass ich gerade die falsche Route fahre. Ich bin einfach nur total verpeilt. Mann! Oh, hier. Ja, trotzdem Erster. Ja, bleib mal trotzdem. Hallo! Ist klar. Ja, pff. Ich lasse es mir so richtig gerne geben. Mhm. Soll ich von anderen Autofahrern? Fick dich doch, ey.
Schalala, ja, hinten herfallen. Also ich möchte dir auch so eine realistische Chance geben. Seht ihr? Chance vertan. Wenn die nächsten Mal sind, auch dran. Wir spielen auf Mittel, wohlgemerkt. Der gibt Nitro, ich komme trotzdem ran. Hallo. Na, na, na. Ja, man kennt das ja, ich bin Profi-Rennfahrer, also da sind so leichte Gegner kein Problem mehr. Zieht man einfach so ganz easy durch, also so ganz easy. Seht ihr ja, ich zieh die einfach eiskalt ab. Man kennt das ja. Das ist ja Standard. Und diese ganzen Fehler, die ich ja manchmal einbaue, ja, die sind alle extra, damit die Gegner auch noch denken, oh, es ist schlecht, ich habe noch eine Chance und dann kurz vor Ziel. Oh, denken, merken sie, werden sie plötzlich depressiv, fangen selbst mal zu begehen und deswegen kommen die meist auch erst so spät ins Ziel. Die Autos müssen ja irgendwann erst ausrollen, ne? Das dauert ja ein bisschen. Man kennt das ja, ne? Man kennt das, ich hoffe es mal nicht, dass man das kennt, aber kann ja sein. Und wir kriegen vielleicht auch nicht mal 100 Rufpunkte, weil die Gegner uns so am Arsch kleben, weil die alle nicht depressiv geworden sind. Ja, die sind alles ganz tolle Leute hier. Oh, das war knapp. Naja, mit 100 Ruf geben wir uns zufrieden. Ist wurscht. Ist Käse. Man kennt das ja. Ich hätte einen Scheiß heute, meine Fresse. Das habe ich gehabt, das nicht gehört. So, das letzte Rennen hier noch. Das, warte, ist noch ein Gegner? Das trifft drin. Ich gucke gleich mal, ob nur noch ein Gegner von den Dingern übrig ist. Warte mal ganz kurz. Wenn das wirklich nur noch einer hier... Dann kann ich das mal aktivieren. Ich möchte das gerne deaktivieren. Da, danke. Wenn das wirklich... Okay, da ist gerade noch einer hinzugekommen. Ich habe gerade mich anders überlegt. Ich habe gedacht, es ist nur noch ein UL. Ach, ich fahre auch falsch rum, Mann. Nur noch ein Outrun-Gegner, aber es ploppen gerade immer mehr auf und ja. Schade. Dann nicht. Dann fahre ich euch nicht platt. Degradiere ich euch halt nicht. Wenn ihr es nicht wollt. Ja, will das eigentlich schon, aber. Hey. Ist ja egal. Wow. Das ist eine. Ha, ich hab dich nicht mitgenommen, Ausrufezeichen. Was machst du jetzt? Ah, okay, mich in das nächste Auto reinjagen. Das ist auch okay, ist KK, ist K. Hier irgendwo, wo ist denn das? Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Ja, wir sind so kleine Kinder, wir jagen dem Geld hinterher. Ach, ich lese das nicht mehr vor. Da habe ich keinen Bock zu. Oh ja, so, überspringen. Weil ich keinen Bock habe, dass mir das Spiel wieder abschmiert. Das läuft ja gerade so schön und das möchte ich jetzt auch bitte nicht verhindern. Möchte ich auch nicht verhindern, dass ich das tue. Ui, ui, uhu, ui. Yeah, wunderschön. Ich bin eine zarte Elfe, die sich hier im Winde weht. Ja, eine ganz zarte Elfe. Mit Brustbehaarung wie ein Bär. Das ist jetzt nicht auf mich bezogen, aber es ist eine zierliche Elfe. Also der Wagen. Nein, nicht klingeln, der Hund dreht ab. Nö. Ach, shit. Ja, mein kleiner Bruder hatte einen Freund bei sich und jetzt kommt natürlich die Mutter und klingelt natürlich voll dreist, wie man sein kann. Ich hoffe, das hört sie nicht. regt natürlich den Running Gag in meinen Let's Plays auf unseren Hund. Ich leider immer noch nicht ruhig gestellt habe, der Apfel, den hat er einfach zerbissen mit seinen Kiefern. Einfach in den Mund zerquetscht. Ja. Halt die Klappe, bitte, danke. Ich finde meine Schwester echt wieder nett. Der Hund ist gerade bei ihr. Und statt dass ihn den Hund durchschaltet, nein, man hört ihm einfach bei seinem melodischen Bellen zu. Ist auch wirklich schön, das Bellen. Bis darauf hin, dass mein Let's Play immer stört. Egal. Shit happens. Geh weg da. Nein, ich werde gerade nicht aggressiv. Nein. Du störst ein bisschen, du 350. Boah, du hast einen schönen Wagen. Ich 350 habe eigentlich auch schon noch so einen Wagen, den ich gerne hätte. Ja, ich hätte so viele Autos in dem Spiel gerne. Hätte ich mehrere Millionen, wäre das kein Problem. Wo verdient man hier in dem Spiel so viel wie ein Hartz-IV-Empfänger? Okay, dann wäre ein Hartz-IV-Empfänger reich und ich würde nie wieder arbeiten, wenn das wirklich so wäre. Aber hey. 100.000 haben wir geknackt. Danke, danke, danke. Ja. Wow. Ey, du bist... Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund, du hast mir 22.000 Punkte gebracht. Oh. Also, ich freue mich immer hier mit den Fahrern an, man kennt ja... Also, man tauscht sich hier aus, man schenkt den anderen Punkte. Ups. Ja, man schenkt den anderen Punkte. Oh, dieses Röhren des Ford Mustang. Hallo. Mehr schenken sie mir Punkte, weil sie mich immer irgendwie in den Drift zwingen. Finde ich wirklich nett, dass sie mich zwingen dazu. Ich will eigentlich gar nicht querfahren, aber es sind immer die Gegner schuld. Man kennt das ja.
Man hat das Problem, man möchte nicht treffen und dann kommen wieder die scheiß Nachbarn und bringen einen dazu, das Auto querzustellen. Ja, das ist immer sehr tragisch. So, gewonnen. Das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Aber ich treffe Trinken grundsätzlich nicht alle. Speichern. Dab. Hab ich jetzt überhaupt. Ich hab gerade wieder nicht gespeichert, ist egal. Wenn das jetzt wieder abspielt, dann, ey, dann beiß ich mir echt den Hut.